Guten Morgen. Heute ist mir eine interessante Studie zum Thema „Wer ist eigentlich der typische Veganer?“ in die Hände gefallen. Darin wurde untersucht, was die Einstellung zum Essen, also Fleischesser, Vegetarier und Veganer, im Durchschnitt über deren politische Gesinnung aussagt. In der Studie wurden Fleischesser mit Omnivorekost, Vegetarier und vegan lebende Probanden nach ihren politisch-gesellschaftlichen Grundeinstellungen befragt. Spezifisch wurde das Ausmaß rechtsgerichteter Ideologie im Hinblick auf die drei Dimensionen Autoritarismus, Vorurteile gegenüber Minderheiten und Bejahung sozialer Dominanz untersucht. In der Studie kam dann heraus, dass Fleischesser die größte Neigung zum Autoritarismus haben, also eine diktatorische Form der Herrschaft. Die zweitgrößte Neigung war bei den Vegetariern festgestellt worden und die Veganer hatten den geringsten Drang, eine Diktatur wieder aufleben zu lassen, um es mal plastisch zu formulieren. Die Effekte und die Unterschiede waren bei Männern noch einmal signifikanter als bei Frauen. Aber die grundsätzliche Abfolge Fleischesser, Vegetarier, Veganer war die gleiche. Fleischesser sind signifikant eher einer Diktatur zugeneigt als Veganer. Was auch nicht verwundert, da Veganer eben grundsätzlich nicht nur die Befriedigung ihrer Bedürfnisse als Ziel haben, sondern sich auch um andere Lebewesen sorgen und entsprechend auch Mitspracherecht unterprivilegierter Lebensformen einfordern. Bei der Bejahung sozialer Dominanz, deren Merkmal die Sicherung und das Hervorheben der eigenen sozialen Gruppe ist, könnte man, wenn man die Medienlandschaft betrachtet, denken, dass Veganer, die ja häufig als oder die häufig als sich als etwas Besseres sehend und besonders hervortretend dargestellt werden, ganz vorne dabei sind. Aber auch hier wieder dasselbe Bild. Fleischesser sind de facto diejenigen, die sich im Durchschnitt für etwas Besseres halten und besonders Wert darauf legen, die soziale Gruppe, der sie angehören, in Bedeutung und Macht auszubauen. Ganz nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ entlarvt dieses Wissen um die durchschnittliche Gesinnung der Fleischesser, diese ganzen Veganer-Parodien und das Echauffieren über die Persönlichkeit eines Veganers, eben diese Gesinnung von Machtstreben und deren Ideologie, die dahinter steht. Denn auch im dritten Punkt, Vorurteile gegenüber Minderheiten, sind die Fleischesser uneinholbar an der Spitze, gefolgt von den Vegetariern und am Ende wieder die Veganer. Es ist auch anzumerken, dass bei allen drei Merkmalen die gleiche Verteilung vorlag. Was das Ergebnis der Studie, die im Übrigen auch wieder unten verlinkt ist, noch einmal ja, quasi qualitativ auch aufwertet, zu der statistischen Signifikanz der Untersuchungsergebnisse auch eine Signifikanz der Ableitungen, der Konklusion hinzufügt. Denn alle drei Merkmale Autoritarismus, Bejahung sozialer Dominanz und Vorurteile gegenüber Minderheiten sind auch ganz klar einer rechtsgerichteten Ideologie zuzuordnen. Das heißt, der Fleischesser ist tendenziell politisch stark rechts in Relation zum Veganer eingeordnet. Aber da möchte ich gleich darauf hinweisen, dass es sich hier um den Durchschnitt handelt. Sowohl im Video, was E-Zigaretten angeht, also dass sie schädlich sind, als auch im Video, was die Zusatzstoffe in Brötchen angeht, welche beiden Videos ihr auch am Ende dieses Videos wieder verlinkt bekommt, ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, dass einige meiner Zuschauer Probleme haben zu differenzieren und einfach generelle einfache Aussagen ableiten wollen aus meinen Videos. Das ist in seltensten Fällen wirklich sinnvoll. Ich sehe hier auch schon wieder Fleischesser als rechts und Veganer als links eingeordnet zu bekommen. Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern lediglich relativ gesehen ist ein durchschnittlicher Fleischesser politisch eben viel stärker rechtsorientiert als ein Veganer. Aber natürlich ist weder jeder Fleischesser grundsätzlich ein Nazi und die Veganer alle linksorientiert, noch gibt es eine grundsätzliche Tendenz, dass Fleischesser absolut gesehen rechtsorientiert sind. Es würde wirklich nur der Unterschied zwischen Veganer
als Zwischenstufe Vegetarier und Fleischesser untersucht. Das möchte ich noch einmal ganz explizit herausstellen. Auch ob sich daraus die Frage nach einem besseren Menschen ableiten lässt, steht und fällt mit den Kriterien, wie man einen besseren Menschen definiert. Wenn es um Erfolg, Durchsetzungsvermögen und Charisma geht, dann hat obige Untersuchung zu dem Thema besserer Mensch keine neuen Erkenntnisse gebracht. Wenn man allerdings Merkmale wie Toleranz, Verständnis und Nächstenliebe mit dem Begriff besserer Mensch assoziiert, dann ist der Veganer ausgehend von dieser Untersuchung eben tatsächlich ein besserer Mensch. Auch da er ausgehend von dieser Untersuchung seine soziale Gruppe, also die Veganer selber, nicht in dem Maße als elitär und besser sieht wie der durchschnittliche Fleischesser seine soziale Gruppe, da er also der Veganer Minderheiten toleriert und auch bewusster wahrnimmt durch weniger Vorurteile und da er eine Diktatur als politisches System viel stärker ablehnt als der durchschnittliche Fleischesser. Ja, was sind eure Gedanken zum Thema durchschnittlicher Fleischesser versus durchschnittlicher Veganer? Könnt ihr ja, diesen relativ zum Veganer, ich sag das immer wieder, relativ zum Veganer, betrachteten Wunsch nach rechten Gedankengut bei Fleischessern auch betrachten oder ist das euch bisher verborgen geblieben? Dass es bei Veganern und Fleischessern solche und solche gibt, das ist unstrittig. Aber es gibt ja, wie durch diese Studie zu erkennen, klare Tendenzen in einigen Merkmalen. Tierliebe wäre zum Beispiel auch so ein Merkmal, wo es klare Tendenzen gibt. Seht ihr noch an anderer Stelle Unterschiede im Mittel zwischen Veganern und Fleischessern? Schreibt mir eure Gedanken zum Thema in die Kommentare. Und wie angekündigt findet ihr die beiden Videos, die bitte ebenfalls differenziert zu betrachten sind, auch wieder hier und hier. Einmal warum E-Zigaretten schädlich sind, was eben nicht bedeutet, dass E-Zigaretten per se schädlich sind, was aber auch nicht bedeutet. Und welche Inhaltsstoffe im Brötchen enthalten sein können, aber natürlich auch nicht müssen. Generell werbe ich dafür, sich meine Videos bitte bewusst anzuschauen und ja, um dass ich auch in den Kommentaren nicht immer wieder zu Sachverhalten Stellung nehmen muss, die ich im Video bereits erklärt habe. In diesem Fall sehe ich mich schon wieder in Zukunft, wenn ihr das jetzt gesehen habt, mit Statements konfrontiert, dass ich der Meinung bin, Fleischesser wären per se rechtsorientiert. Es geht hier nur um eine relative Betrachtung zwischen Veganern auf der einen Seite und Fleischessern auf der anderen Seite. Eventuell noch die Vegetarier in der Mitte. Ich möchte euch daher darauf nochmal sensibilisieren und wünsche euch einen angenehmen Tag und bin wirklich gespannt, was eure persönliche Meinung und auch eure Erfahrung zum Thema Unterschiede zwischen dem durchschnittlichen Veganer und dem durchschnittlichen Fleischesser im erlebten Alltag sind. Bis morgen und macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.